bin Nadine Fügelmann, bin 30 Jahre alt und seit 10 Jahren in der Intensivpflege tätig. Bin seit April 2014 bei den Kristallkindern und seit Oktober 2014 habe ich die Einsatzleitung der Wohngemeinschaft. Ich habe vorher auf einer Erwachsenenintensivstation im Krankenhaus gearbeitet. Der Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, war schon immer da gewesen. Ich habe dort ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt, die ich natürlich hier super gut umsetzen kann. Nadine, gib mal deine Medikamente. Ganz langsam mal die Äuglein aufmachen. Ja? Ist früh am Morgen. So, Spatz, wir fangen jetzt trotzdem an zu waschen. Okay. Die Verbindung zwischen der Arbeit in der Intensivpflege und aber auch die Freude einfach an der Arbeit mit Kindern kann ich hier gut verbinden miteinander. Jetzt mache ich einen Verbandswechsel an seinem Tracheostoma. Ein Tracheostoma ist ein künstlicher Luftweg, über den er beatmet wird, mit Sauerstoff versorgt wird. Er schafft es halt nicht alleine zu atmen. Wir haben hier die Pflege der 1:1-Betreuung, das habe ich halt in der Klinik nicht. Da bin ich mit einer 1:3 bis 1:4 Betreuung in der Schicht unterwegs. Das heißt, ich kann mich hier natürlich ganz individuell auf die Kinder einlassen, kann mich in der Pflege einfach wirklich auslassen und gehe mit einem guten Gefühl nach Hause. Das habe ich leider in der Klinik heutzutage nicht mehr, weil einfach die Zeit für eine ordentliche Pflege nicht mehr da ist. Ja. Das ist unsere Jüngste, die Annika. Die hat jetzt die Nacht gar nicht gut geschlafen, weil sie ganz schlechte Sättigungswerte hatte und sehr, sehr müde, malade jetzt immer noch ist, ganz blass war in der Nacht, Sauerstoff brauchte. Und deswegen geht sie heute nicht in die Kita. Normalerweise so richtig fit und fidel, läuft mit ihrem Laufrad umher und robbt auf ihrem Puppe umher. Aber wird wieder, ne? Heute ist viel Ruhe und Kuscheln angesagt, ne? Und dann ist auch bald wieder ein bisschen besser. Mit Annika ist es sehr schön, dass man wirklich Fortschritte sieht bei Annika. Muss ich so sagen, als sie kam, hatte sie gelegte Nasensonde, hatte sehr viel mit Erbrechen zu tun und kann etwa seit einem guten halben Jahr sich auch wirklich intensiv ums Lernen kümmern für sich. Also sprich, sie hat dieses alleine Sitzen jetzt gut gelernt, das Robben auf dem Po, sage ich mal, Laufrad fahren. Wir bahnen ganz viel an, damit sie immer wieder lernt, Dinge selbst irgendwann umzusetzen. Umso mehr das Kind lernt, aufnehmen kann und auch Freude dabei hat, umso schöner ist es ja auch für alle. Wir haben schon geregelte Pausenzeiten, so dass wir einfach ein Zeitfenster haben, wo wir uns alle gemeinsam treffen. Das ist nicht nur die Frühschicht, das ist auch in der Spätschicht und in der Nachtschicht so, dass wir halt wirklich die Zeit minimum eine halbe Stunde wirklich miteinander verbringen, uns austauschen können, miteinander frühstücken oder auch im Spätdienst zusammen was kochen. Ich bin Evi, bin die Logopädie. Komme 2 bis 3 Mal die Woche und mache bei den Kindern ganz viel Stimulation im Gesicht und im Mund, um die Wahrnehmung zu schulen, Schluckakte in Gang zu setzen, Mundschluss zu fördern. Es gibt ja einige Maßnahmen, wo die Kinder positiv darauf reagieren, auch mal die Augen öffnen. Die Momente, die uns total viel geben, sind, glaube ich, einfach so ein kleines Lächeln oder dieses Wachsein und Wahrnehmen, wo er uns zeigt, dass er das wahrnimmt und mitkriegt. Und das ist für uns schon ganz viel Erfolg. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Zwischen mir und mich macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei. Das Schöne hier an der Arbeit ist dieser familiäre Umgang miteinander, sowohl im Team als auch mit den Kindern zusammen. Diese 1:1-Betreuung finde ich sehr schön, dass man halt Zeit hat, sich um das Gut, um das Kind zu kümmern. So, unser Adrian, Sorgenkind.
Wochenende hat er vermehrt gekrampft wieder, ja. Bis zu 28 Krampfanfälle. Das SAPV-Team hat eine sehr große Bedeutung für uns und für unsere Arbeit mit den Kindern, einfach weil wir viele Notfallsituationen haben, in denen wir vielleicht auch mal nicht auf unsere Kinderärztin zurückgreifen können, wie zum Beispiel am Wochenende oder am späten Nachmittag. Und das SAPV-Team hat eine 24-Stunden-Rufbereitschaft, das heißt auch nachts können wir jederzeit anrufen und uns Medikamente verordnen lassen oder Absicherungen holen oder sie kommen halt einfach auch vorbei und gucken sich das Kind an. Das SAPV-Team ist ein Team bestehend aus Krankenschwestern und Ärzten. Zusammengefasst bedeutet es spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Und wir sind ein Gemeinschaftsprojekt von der Björn-Schulz-Stiftung und der Charité, haben unseren Hauptsitz in Berlin, aber betreuen auch die Patienten so ungefähr 50 bis 60 bis 100 Kilometer außerhalb von Berlin. Die Arbeit macht mir sehr Spaß, ja. War auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, hierher zu kommen.